Mein Name ist Stefan, bin pädagogische Hilfskraft und Hausmeisteranwärter. Ich habe das Outfit von Pavarotti, die Haare von dem Gitarristen von Queen und vielleicht eine ganz gute Stimme. Ich habe meine Jungs dabei und meine Tochter, dem Julian, dem Ältesten, dann Frederik und der Kaylee. Meine Frau konnte leider nicht, die muss heute arbeiten. Die geben mir komplett die Unterstützung, die ich brauche. Also die sagen auch, du musst Musik machen, das ist wahrscheinlich das Einzige, was du kannst. Nee, das stimmt nicht, aber sie sehen schon, dass ich dadurch aufblühe. Für Stefan Meyer steht heute viel auf dem Spiel. Ich hoffe, dass er endlich mal ein Stückchen weiterkommt, damit das auch endlich mal was wird, dass wir von der Musik leben können und dass sein Traum auch erfüllt wird. Wir waren selbstständig, meine Frau und ich, und wurden von heute auf morgen da rausgekickt. Wir haben unser Haus verkaufen müssen. Meine Frau ist in die Insolvenz gegangen. Und dann standen wir vor einem großen Loch und mussten wieder von vorne anfangen. Das ist eigentlich schon sein Traum und eigentlich unser aller Traum, wenn wir davon leben könnten. Das wäre eigentlich sehr schön. Für Hausmeister Stefan Meyer und seine Familie läuft es finanziell alles andere als rund. Könnte seine Stimme der Schlüssel zu einem neuen Leben sein? Wir sind 5, 3 Kinder und 2 Eltern. Wir sind eine Faust und wir gehen also durch. Es wäre ganz toll, wenn The Voice of Germany im Grunde mir aus dem Loch hilft. Ja, in der heutigen Zeit ist alles sehr schwer geworden und es wäre natürlich ein super Ding, um mal nach vorne zu gehen. Mein Wunsch war es eigentlich immer, Musik zu machen. Das ist das, was mich zusammenhält. Die Coaches ahnen nicht, was für Stefan Meyer von diesem Auftritt abhängt. Da war gut, die Stelle war gut. I'm a loving angel instead. And through it all, she offers me protection. A lot of love and affection. When am I right or wrong? Down the waterfalls, whenever it may take me. Hallo, wie heißt du? Ich bin der Stefan. Stefan, du rockst auf jeden Fall. Du hast Kraft in deiner Stimme und das ist auch eine Musik, die dir liegt irgendwie. Aber es war mir zu unsicher. Am Schluss habe ich es gehört, aber du hast einfach zu sehr überlegt, ja, ob das jetzt deine Nummer ist oder nicht oder was auch immer. Aber das muss dann scheißegal sein. Du musst hier einfach deiner Stimme den Vorzug lassen. Und über sowas wegkommen. Und das ist dir jetzt nicht gelungen, leider. Ich glaube, dass das nicht normal macht, sowas. Glaubt ihr nicht? Nee. Glaubt ihr, das war sein letzter Versuch? Wir wünschen dir alles Gute auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Du schaffst Dank. Das. Tschüss. Ciao, Stefan. Wie immer. Immer kurz vor Schluss darf ich wieder nach Hause gehen. Ich habe keine Lust mehr hier auf mit Musik. Haben wir gerade schon gehört, dass ich werde jetzt Hausmeister und das kann ich vielleicht.